sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren, liebe Gäste. Als Standort Elster und Kommandeur des Landeskommandos Brandenburg sowie im Namen des Befehlshabers des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr, Generalleutnant Hans-Werner Fritz, und allen anderen 8 Dienststellenleiter der Bundeswehr hier in Potsdam und Schwielowsee begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu unserem traditionellen Neujahrsempfang. Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer Einladung wieder einmal so zahlreich gefolgt sind. Sicher werden Sie Verständnis dafür haben, dass ich Sie heute Abend nicht alle namentlich willkommen heißen kann. Stattdessen aber möchte ich einige wenige unter Ihnen stellvertretend für Sie alle namentlich begrüßen. Zunächst sage ich ein ganz herzliches Willkommen der Präsidentin des Brandenburgischen Landtages, Britta Stark. Frau Präsidentin, schön, dass Sie zum ersten Mal in neuer Funktion bei uns sind. Ich finde, das hat unsere Präsidentin verdient und schlage vor, dass Sie den Applaus aufsparen bis zum Ende. Dann müssen Sie auch nicht so lange auf den Empfang warten. Für die Landesregierung Brandenburgs begrüße ich ganz besonders herzlich unseren Ministerpräsidenten Dr. Dietmar Woidke. Und ja, wir sind nicht auf dem Parteitag. Ich freue mich über die Anwesenheit des Präsidenten des Brandenburger Verfassungsgerichts, Herrn Jess Möller. Und somit ist die Spitze des Landes Brandenburg vollzählig bei uns vertreten. Stellvertretend für alle anwesenden Bürgermeister und Gemeindevertreter unserer Region heiße ich herzlich willkommen Bürgermeister Burkhard Exner, heute in Vertretung des Oberbürgermeisters Jan Jakob und sowie Frau Kerstin Hoppe, die Bürgermeisterin in Schwielersee. Meine Damen und Herren, stellvertretend für alle heute anwesenden Botschafter und Vertreter der Botschafter aus aller Welt begrüße ich ganz herzlich Ihre Exzellenz, die Botschafterin der Demokratischen Republik Kongo, Frau Kamanga Clementine Chakembo. Für alle anwesenden aktiven und ehemaligen Abgeordneten des Deutschen Bundestages heiße ich Dr. Fritz Felgentreu und Klaus-Dieter Gröhler sowie die Herren Gerd Höfer und Winfried Nachtwey herzlich willkommen. Auch begrüße ich den Vorsitzenden des Kreistages des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Werner Große, sowie seinen und unseren Landrat Wolfgang Blasig ganz herzlich. Ich freue mich ferner, dass 16 Mitglieder des Brandenburger Landtages heute unserer Einladung gefolgt sind, und stellvertretend für Sie alle, meine Damen und Herren Abgeordneten, begrüße ich die beiden Fraktionsvorsitzenden Klaus Ness und Dani Archibaum. Für die heute Abend anwesenden Verteidigungsattachés heiße ich den Doyen des Militärattaché-Korps in Deutschland und den Verteidigungsattaché bei der Botschaft der Tschechischen Republik, Herrn Brigadegeneral Pavel Rybak, herzlich willkommen. Für alle aktiven und ehemaligen Soldaten sage ich ein Willkommen dem Abteilungsleiter Führungsstreitkräfte im Bundesministerium der Verteidigung, Vizeadmiral Heinrich Lange, und für alle übrigen Angehörigen der Bundeswehr, die Abteilungsleiterin Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen, Frau Ministerialdirektorin Alice Greyer-Wieninger. Nicht zuletzt begrüße ich stellvertretend für die Glaubensgemeinschaften den Militärgeneraldekan Matthias Heimer und den leitenden Militärdekan Joachim Simon. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir einen ganz kurzen Rückblick auf das zurückliegende Jahr 2014. Für das Landeskommando Brandenburg stand das Jahr ganz im Zeichen der Reservistenarbeit. Sind es doch unsere Reservedienstleistenden, die sich in ihrer Freizeit und neben ihrem zivilen Beruf für das Wohl der Menschen hier im Land Brandenburg höchst engagiert einsetzen. Mit dem von uns entwickelten Konzept der Modulausbildung verfügen wir über ein tragfähiges Fundament für eine zielgerichtete und fordernde Ausbildung unserer Reservisten. Wir werden nun dieses Konzept, das im Übrigen mittlerweile auf eine ausgesprochen hohe Akzeptanz bei unseren Reservedienstleistenden stößt, kontinuierlich weiterentwickeln.
sind immer der Anlass, um beides zu tun. Zurückzuschauen und nach vorne zu blicken. Und wenn wir zurückschauen auf das Jahr 2014, dann hat es sich von dem Jahr 2013, was die Zusammenarbeit des Landes, der Landesverwaltung mit der Bundeswehr betrifft, in einem wichtigen Punkt deutlich vom Jahr 2013 unterschieden. Es war nämlich eines der Jahre, die in Brandenburg nicht so häufig vorkommen, wo wir keinen gemeinsamen Katastropheneinsatz zu bewältigen hatten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Trotzdem war es ein Jahr, und das kann ich sagen, weil ich gerade in der letzten Woche in Prenzlau bei einem gemeinsamen Neujahrsempfang der Stadt Prenzlau mit dem Fernmeldebataillon 610 war, in dem die Zusammenarbeit zwischen dem Land, zwischen der Landesverwaltung, aber vor allen Dingen auch zwischen den Kommunen des Landes Brandenburg und der Bundeswehr weiter gewachsen ist. Und dieser gemeinsame Neujahrsempfang in Prenzlau mit übrigens ca. 1.000 Gästen, also ungefähr so viel wie heute hier im Saal sind, war schon sehr beeindruckend. Er hat gezeigt, in wie vielen Punkten eine Kommune, eine relativ kleine Kommune im Vergleich wie Prenzlau, mit der Bundeswehr gemeinsam arbeitet für die Stadt Prenzlau, aber auch gemeinsam arbeitet für die gesamte Uckermark. Und was mich besonders gefreut hat, war, dass während dieses Empfanges die letzten Soldaten aus Afghanistan, die vom Fernmeldebataillon noch da waren, zu uns gestoßen sind, dass die letzten Soldatinnen und Soldaten wohlbehalten wieder in der Heimat angekommen sind, just um 20.30 Uhr, als der Neujahrsempfang lief. Sie sind in Stettin gelandet und dann mit dem Auto nach Prenzlau gefahren und wir haben uns sehr gefreut, dass sie wieder da waren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses kleine Beispiel Prenzlau zeigt, wie es in vielen Kommunen des Landes Brandenburg läuft. In Holzdorf, in Belitz oder auch in Storkow. Und an vielen, vielen anderen Stellen, dass die Bundeswehr zu den Kommunen gehört, dass die Bundeswehr zum Land Brandenburg gehört. Und dafür, liebe Soldatinnen und Soldaten, bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Im Namen aller Angehörigen des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr begrüße auch ich Sie ganz herzlich hier in unserem schönen und traditionsreichen Potsdamer Nikolaisaal. Wie meine Vorredner, so werte auch ich Ihre Anwesenheit am heutigen Abend als starkes Zeichen der Verbundenheit zum Einsatzführungskommando der Bundeswehr und zu allen anderen Dienststellen der Bundeswehr hier in Potsdam und Schwielersee. Gestatten Sie mir an dieser Stelle gleich zu Beginn eine persönliche Anmerkung. Die Attraktivität des jeweiligen Standortes ist, wie bekannt, eine der wesentlichen Faktoren für die Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr wohl insgesamt. Nach inzwischen mehr als 40 Dienstjahren stelle ich aus Überzeugung fest, dass die nahezu einzigartige Kombination aus Geschichte, Kultur und Natur, kurzum die Lebensqualität, in und um Potsdam ihresgleichen sucht. Hier, und ich spreche hier für zahlreiche Kameradinnen und Kameraden, macht es Freude zu dienen. Hier ist Attraktivität erlebbar, sichtbar und spürbar. Auch und gerade die Anerkennung der Bundeswehr durch die Bürgerinnen und Bürger der Garnisonsstadt sowie der Region tragen zu dieser Attraktivität des Dienstes ganz erheblich bei. Aus diesem Grunde sehe ich Ihre Anwesenheit auch als Wertschätzung natürlich gegenüber den mehr als 2.600 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die in 15 sehr unterschiedlichen Auslandseinsätzen den Auftrag des Deutschen Bundestages oder den der Bundesregierung und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch Ihren Auftrag als Bürgerinnen und Bürger unseres Landes erfüllen. Meine Damen und Herren, das zurückliegende Jahr 2014 war aus sicherheitspolitischer Perspektive, und darum geht es auch heute Abend,
ein Jahr der Krisen, Kriege und Konflikte. Die Weltordnung, wie Henry Kissinger sie nannte, scheint nahezu verloren oder wenigstens ganz erheblich aus dem Gleichgewicht geraten zu sein. Die Zahl der Konstanten hat sich verringert. Manche schon fast vergessenen oder vielleicht auch verdrängten, aber auch gänzlich neue Wahrnehmungen und Begriffe haben den Verlauf des vergangenen Jahres entscheidend mitgeprägt. Ein vermeintlich neuer Kalter Krieg, die dramatische und so folgenreiche Rückkehr der Macht und Geopolitik auf unserem Kontinent, eine grenzüberschreitende Organisation, die zwar islamische Staatlichkeit beansprucht, in Wahrheit aber wohl eine Religion missbraucht, um Terror und unfassbar brutale Gewalt auszuüben. Regional fortschreitender Zerfall von Staaten und damit zunehmend Instabilität in Afrika und nicht zuletzt der Ausbruch des Ebola-Virus im Westen Afrikas in epidemischem Ausmaß. Die Ursachen und Triebfedern der Konflikte sind weitgehend bekannt. Neben den erwähnten staatlichen Fragilitäten und dem transnationalen Terrorismus sind es Ressourcenknappheit, erhebliche Migrationsbewegungen, Auseinandersetzung entlang religiöser und ethnischer Bruchlinien, fehlende Deckungsgleichheit von politischer Geografie und Demografie und nicht zuletzt Sicherung und Ausdehnung von Einflusssphären durch Regionalmächte in einem zunehmend multinationalen System. Musik.